Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Attack of the B-Team Tutorial und ich möchte euch heute zeigen, wie ein kleines Lagersystem in Attack of the B-Team funktioniert und zwar genauso, wie wir es bei uns in unserem Attack of the B-Team Projekt gemacht hatten. Das Prinzip ist ja ganz simpel, ihr legt in diese Kiste ein Item rein und es wird über diese Transportrohre in eine der nächsten Kisten geleitet. Wenn die Items dann in der Kiste angekommen sind, kann man über diese Request Pipe direkt wieder darauf zugreifen, sich die Items bestellen und sie kommen wieder sofort an und man hat die Items direkt wieder im Inventar. Wie das ganze Grundprinzip funktioniert, erkläre ich euch dann jetzt gleich. Zuerst zeige ich euch den Teil, der die Items wieder zurück in das Lagersystem bringt. Die ganzen Crafting-Rezepte könnt ihr euch ja in dem Not Enough Items angucken oder ich zeige sie euch nachher nochmal ganz kurz. Also zuerst braucht ihr eine Kiste und eine Routed Interface Pipe. In diese Interface Pipes müsst ihr Item Extractor Chips reinmachen, drei Stück, und eine Item Broadcaster Chip. Allerdings müsst ihr die Chips vorher noch konfigurieren. Den lilanen Broadcaster Chip müsst ihr nur einmal rechtsklicken und dann direkt wieder rausgehen und er ist fertig konfiguriert. Die Extractor-Chips müsst ihr allerdings alle noch ein klein wenig umstellen. Dazu drückt ihr auch auf die Rechtsklick, geht hier auf den Filter, geht hier einmal bei Filter-Mode, drückt da einmal drauf und er ist blacklisted. Und bei Ore-Dictionary-Matching, den müsst ihr auch einmal drauf drücken, dass da steht Ore-Dictionary ist checked. Das macht jetzt bei allen dreien. Blacklist, Dictionary, rausgehen, Rechtsklick, Filter, Blacklist, Dictionary. Jetzt könnt ihr mit Shift-Rechtsklick die ganzen Chips hier reintun und der Teil wäre erledigt. Um nachher auf die Items auch zugreifen zu können, braucht ihr einfach nur eine Kiste, eine Routed Request Pipe. Die setzt ihr auch einfach hier auf die Kiste drauf und das Ganze wäre schon wieder erledigt. Kommen wir nun zu den Kisten, wo die Items nachher eingelagert werden sollen. An diese Routed Interface Pipe setzt ihr eine Routed Junction Pipe dran. Nun könnt ihr mit beliebig vielen Item Transport Pipes zu der Kiste hingehen, die ihr nachher ansteuern möchtet, beziehungsweise wo die Items hingehen sollen. Dort setzt ihr wieder eine Routed Interface Pipe dran. Nun braucht ihr wieder zwei Chips, und zwar einmal den Item Responder Chip und einmal den Item Broadcaster Chip. Den Item Broadcaster Chip von vorhin konfiguriert ihr wieder wie vorhin. Einmal Rechtsklick und wieder rausgehen und schon ist er so konfiguriert, wie wir ihn haben wollen. Den Item Responder Chip, da müssen wir wieder was ändern. Wir drücken Rechtsklick, gehen wieder auf Filter, gehen hier auf Blacklist. Drücken hier einmal auf Ore Dictionary Matching drauf, dass hier wieder Ore Dictionary is checked drauf steht. Jetzt geht ihr wieder raus, wieder Shift-Rechtsklick und ihr macht dann die Chips da rein. Das wäre auch wieder das ganze Grundprinzip. Ihr macht jetzt hier wieder die Items rein. Die gehen jetzt hier wieder in die Kisten zurück, die ihr in das Lagersystem eingespeist habt. Und könnt dann hier wieder über die Routed Request Pipe darauf zugreifen. Die Items kommen auch wieder an. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie man die ganzen Dinge auch craftet. Einmal die Routed Request Pipe, um auf die ganzen Sachen zuzugreifen, macht man mit Redstone, Diamanten, einer Routed Junction Pipe. Die Routed Junction Pipe, um die ganzen Sachen zu verbinden, macht man mit Green Illuma, Diamanten, Red Illuma, Infused Silicon und Glass Panes. Die Routed Interface Pipe, die ihr braucht für die Kisten und dafür, dass die Sachen in die Kisten kommen, macht man mit Redstone, Gold Nuggets und einer Routed Junction Pipe. Die Item Responder Chips, damit ihr auf die Kisten auch zugreifen könnt, macht ihr mit Orange Illuma, Redstone, einem Null Logic Routing Chip und einem Eisen Ingot. Die Extractor Chips, damit die Sachen auch in die Kisten gelangen, macht man mit Cyan Illuma, Redstone, einem Logic Routing Chip und einem Iron Ingot. Die Item Broadcaster Chips macht man mit Magenta Illuma, Redstone, Logic Routing Chips und Gold Ingots. Die ganzen Crafting Rezepte könnt ihr euch wie gesagt nochmal in eurem Not Enough Items Mod angucken. Dazu zeige ich euch jetzt gleich noch ein kleines Beispiel anhand unseres Lagersystems, was wir in unserem Attack of the B-Team Projekt hatten. So, wie ihr seht, könnt ihr das Ganze auch beliebig groß erweitern. Ihr müsst halt nur daran denken, dass ihr an jede Doppelkiste nur eine Routed Interface Pipe mit den bereits genannten Einstellungen dran schließen dürft und das Ganze dann mit den Item Transport Pipes verbinden müsst. Und die ganzen Routed Junction Pipes sind dazu da, dass man hier mehrere Reihen hat.
Und wie gesagt, kann man hier beliebig viele Kisten mit demselben Prinzip, das ich euch erklärt habe, hier anschließen und auch über diese Request-Pipe dann auch auf diese ganzen Items zugreifen kann. Es dauert zwar dann teilweise ein bisschen länger, weil die Items halt ein bisschen größer verstreut sind, aber man kann auf alle Items mit einer Widget-Request-Pipe zugreifen, was das Ganze erheblich erleichtert. So, dann hoffe ich, dass ich euch mit diesem kleinen Tutorial weiterhelfen konnte. Das Ganze ist, wie gesagt, nur das ganze Prinzip von diesem Lagersystem, was man beliebig oft erweitern kann. Und dann hätte ich gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht eine Bewertung da, wenn nicht, bitte ich um konstruktive Kritik. Dann hätte ich gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.